Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder und eine wunderschöne gute Nacht. Diesmal geht es um die Energie und das Thema Disziplin. Sehr viele Menschen spüren natürlich dem Wort alleine Disziplin schon sehr viel Widerstand gegenüber. Aus meiner Sicht und Inspiration heraus bringt dir aber Disziplin wirklich große Freiheit. Gewisse Dinge, da gibt es eben keinen Drumherum, sind sehr dienlich, regelmäßig bzw. sogar täglich durchzuführen, wichtig. Es gibt immer wieder Aussagen und Inspiration dessen, dass ein einmaliges Manifestieren ausreicht, dass ein einmaliges Reinigen schon optimal ist. Ich rate dir jedoch dazu, gewisse Dinge, die du selbst in dir als besonders wichtig erachtest oder Themen, die besonders in deinem Leben sind, da wirklich Disziplin aufzubringen. Da wird nicht bei einem Thema, was schon sehr, sehr lange in deinem Leben war und immer wieder, also sehr tiefgreifende Wurzeln in dir hat, da wirklich einmal zum Beispiel 14 Tage lang diszipliniert heranzugehen, zum Beispiel in Bezug auf Liebesbänder, Energieschnüre, Ackerschnüre, Energiefäden, wie auch immer man es nennt. Genauso in Bezug auf die Reinigung. Noch einmal, auch wenn ich schon so viele Videos davon gemacht habe, letztens hat mich wieder eine Klientin angesprochen, dass sie manchmal eben überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Das, was sie sich meditativ oder von der Energieübung her sich vorgenommen hat, gar nicht durchführen kann, weil so viele konfuse Gedanken durch sie strömen, dass sie gar nicht in die Konzentration und Ruhe kommt, das durchzuführen. Das ist wirklich das, was ich immer meine mit kollektiven Energien, die auf dich einwirken. Wir sind in der Hauptphase der Transformation. Hell und dunkel reiben sich momentan wirklich intensivst, umso stärker das Licht wird, umso stärker versucht das sogenannte Dunkle natürlich nochmal was zu verändern, sich zu wehren bzw. sich aufzubäumen. Und dies geschieht wirklich wie in Schüben, wie in Wellen. Und wenn diese Welle gerade intensiv ist, auch die Elemente spielen hierbei eine Rolle. Ich kann sowas immer ganz gut wahrnehmen. An manchen Tagen zum Beispiel ist es so, dass ich wirklich übergeordnet auf der ganzen Erde gefühlt vor allen Dingen emotionale Dinge lösen. Einen anderen Tag oder ein paar andere Tage ist es so, dass vor allen Dingen die negativen Gedanken sich klären. Und dort kommen wirklich von ganz vielen die Energien sozusagen empor und sind ja auch große Felder und in welcher Entwicklung auch immer du dich befindest, es sei denn, du sitzt wirklich auf einem Berg oder in einem Kloster, da wird es dich wahrscheinlich nicht so stark beeinflussen, wirken diese Energien an diesen Tagen eben auch besonders stark auf dich ein. Daher immer wieder reinigen, diszipliniert, am besten alle 3 Tage oder wenigstens einmal am Tag. Es ist auch mit einem Atemzug möglich, aber auch hier Disziplin, Disziplin, Disziplin und vor allen Dingen soll es nicht so sein, dass es dir zum Beispiel aufgrund kollektiver Energien nicht gut geht. Es kann wirklich so sein, dass du Traurigkeit, Wut, Schmerz in dir trägst, der nicht zu dir gehört, den du dir hast in Gesprächen oder gewissen Situationen selbst aufgeladen. Das ist natürlich wieder nochmal eine andere Facette, auch zu lernen, dies nicht mehr zu tun. Aber die Energien wirken eben ein und gerade wenn du dich eigentlich ganz gut fühlst,
ist es oft wie so ein schleichender Prozess, dass du vielleicht auch weniger Abgrenzungsübungen, Schutzübungen, wie auch immer, Anwendungen machst und den Einfluss der kollektiven Energien, der ist eben auch sehr subtil, den merkt man nicht unbedingt gleich im ersten Moment, aber irgendwann ist es dann zumeist leider so, dass es dann eben zu viel ist und dann merkt man es sehr deutlich. Das kann Wut sein, das kann morgens aufstehen und heulen sein, ohne zu wissen, warum eigentlich. Deswegen bitte gehe nicht so weit, mach dir wirklich bewusst, was ich immer wieder sage und reinige dich regelmäßig und diszipliniert, damit es dir gut geht und du dich wirklich selbst gut spüren kannst in deiner Sensibilität, immer wieder gut bei dir bleiben kannst, auf deine Art und Weise dich selber wirklich spürst und dich nicht wunderst, warum du dich so wenig spürst bzw. so viele konfuse Gedanken in dir sind. Ja, Disziplin ist dir sehr, sehr dienlich, vor allen Dingen in Bezug auf Reinigung, sich selber fühlen, auch die geistige Welt fühlen, durch Reinigung, Klarheit und bei sich sein, Gelübde, Schwüre, Eide, Versprechen auflösen, benötigt sehr viel Disziplin, werde ich auch nochmal woanders drauf eingehen, warum, die lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Ja, sieh die Schönheit in der Disziplin, sieh die Selbstliebe in der Disziplin, auch in Bezug auf die Tat und Manifestation gewisser Wünsche, sei es der Hausbau, die Gemeinschaft, die du gründen möchtest, deine berufliche Erfüllung und dein beruflicher Erfolg. Disziplin ist ein Segen und macht wirklich glücklich. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren. Ich hoffe, du konntest eventuelle Widerstände gegenüber der Disziplin weiter loslassen und ich hoffe, du findest sehr viel Freude in deiner Disziplin, die dir zum höchsten Wohle dient. Dankeschön.